Ekapada Raja Kaputasana Nummer 3 ist eine Variation der Taube. Kaputasana, die Taube, ist die Bezeichnung für verschiedene Stellungen. Ekapada heißt ein Bein hinten. Raja heißt, es gelingt dir, mit der Hand an den Fuß zu fassen. Für Ekapada Raja Kaputasana 3 ist auch charakteristisch, dass der Fuß an der Außenseite des Gesäßes ist. Und du, wie bei allen Raja Kaputasana Variationen, du mit den Händen von oben an den Fuß fasst. Ekapada Raja Kaputasana 3 ist anstrengender als die Grundstellung, dass sich neben den Fuß setzen. Und dabei in die Stellung hineinzukommen, setzt eine andere Art der Flexibilität im Oberschenkel voraus. Wenn ich eben gesagt hätte, es ist anstrengender, dann ist das nur begrenzt. Menschen mit einem guten Lotus können die Grundvariation leichter, aber Menschen, denen Bekasana oder Mandukasana leicht fällt, denen ist für die ist diese Variation einfacher. Alle Variationen der Taube findest du in der Yoga-Vidya-App, wie auch auf yoga-vidya.de unter dem Stichwort Taube oder eben auch Kaputasana.